Servus und herzlich willkommen zu einem Angezockt hier mit der Demo von Circle of Katzhofen. Vielen herzlichen Dank an André, der mir den Schlüssel schon vorab zur Verfügung gestellt hat, dass ich euch die Demo schon mal zeigen kann. Ihr könnt euch die Demo am 30. bei Steam herunterladen und am 30. fängt auch gleichzeitig die Kickstarter-Aktion an. Also auch diesen Link werde ich natürlich unten mit reinsetzen. Wenn jemand sagt, jawohl, das Spiel gefällt mir, ich möchte das auf jeden Fall hier unterstützen bei Kickstarter, schaut einfach hier vorbei. Da könnt ihr euch im Grunde auch eine Version holen von dem Spiel und unterstützt damit die Entwickler. Würde mich freuen, wenn ihr mir da ein Feedback hinterlasst, ob euch das Spiel interessiert. Jedenfalls würde ich sagen, wir steigen mal ein. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Demo gehen wird, aber wird schon bestimmt eine Stunde sein oder so. Also ich denke mal, zwei, drei Parts werden auf jeden Fall kommen. Okay, ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, mir selber auch, bin auch mal gespannt. Starte ein neues Spiel. Katzhofen, wähle dieses Szenario für ein neues Spiel. Du bist beauftragt, neue Siedlungen in abgelegenen, unbekannten Ecken des Königreichs aufzubauen. Falls du auf einheimische Gruppierungen triffst, soll ein friedlicher Handel etabliert werden. Du brichst mit einer Gruppe freiwilliger Siedler in das fast unberührte Land auf und versprichst ihnen und ihren zukünftigen Generationen ein gutes Leben. Wer weiß, vielleicht bist du ja dabei, einer der wichtigsten Siedlungen des Reichs zu gründen. Es gibt vier Karten in der Demo. Eine neue Karte, ideal für eine Siedlung, eine Karte mit zwei neutralen Fraktionen, unerforschte Wüstenregion, unerforschte gemäßigte Region. Versuche ein Gemeindezentrum zu bauen, um deine Position in der Region zu festigen. Okay, ich würde auch sagen, neue Startkarte für unsere Veteranen, ansonsten gleich wie Katzhofen. Dann gehen wir natürlich hier auf Katzhofen. Ja, gut, dass du da bist, Berater des Landherrn. Vermutlich hast du es bereits gehört, wir wollen die riesigen Region Katzhofen erschließen. Ich weiß, das mag einige überraschen, zumal unser Land nur eine kleine Bevölkerung hält und so kaum Steuern anfallen. Und gerade die Region ist beinahe menschenleer. Wir müssen die Situation des ganzen Kaiserreichs betrachten. Im Norden und Süden des Reichs beobachten wir ein rasantes Bevölkerungswachstum. Schon jetzt wird es immer schwieriger für das einfache Volk. Die Höfe werden immer kleiner zerschnitten durch die Realerbteilung, während die Steuern gleich hoch bleiben oder sogar steigen. Neues Land kann nur begrenzt durch Rodungen oder durch Erschließung weniger optimaler Gebiete gewonnen werden. Selbst im Adel gibt es mehr und mehr nicht erbberechtigte Nachkommen. Ich denke, du erkennst, worauf ich hinaus will. Wir mögen eines der größten Ländereien des Reichs sein, dennoch sind wir unbedeutend, aber das muss nicht so sein. Ich will, dass du die Region Katzhofen erschließt. Sei weise und schlau, dass es den Leuten an nichts fehlt. Neue Siedler werden aus den verschiedensten Regionen des Reichs zu dir stoßen und bringen verschiedene Sitten und Ideen mit. Begegne ihnen offen und anständig, damit sie lieber bei dir als anderswo leben. Dein erstes Ziel wird es sein, ein Gemeindezentrum zu bauen, um deine Position in der Region zu festigen. Dafür wirst du eine Menge Holz, Steine und andere Materialien benötigen. Achte ebenfalls auf deine Vorräte, denn der Sommer ist schnell vorbei. Viel Glück, wir zählen auf dich. Okay, dann lasst uns mal gucken. Ich bin ja so ein Freund von den Polygon-Grafiken. Aber man muss ja auch sagen, es ist im Grunde ja noch Early Access. Also von daher denke ich mal, dass sich hier noch einiges ändern wird. So, Sammlerhütte, Strohhütte. Ich denke mal, wir müssen auf dem Hammer. Kann ich da direkt drauf? Gemeinschaft. Achso. Nee, da muss ich dann doch da drauf, oder? Strohhütte, Feuerstelle, Feldweg. Eine neue Siedlung. Wir brauchen einen Forstplatz, eine Sammelhütte und eine Strohhütte. Baue ein oder zwei Forstplätze in der Nähe von Bäumen. Die Pflanzen wachsen automatisch nach. Grüne Markierungen zeigen, was bewirtschaftet werden kann. Okay, jetzt muss ich nur mal mit der Steuerung reinkommen, weil ich würde das Ganze nämlich ein bisschen von oben betrachten wollen. Das ist ja riesig. Okay, lasst uns mal gucken. Wir haben hier Sammelhütte. Gut, eine Sammelhütte. Können wir... Ah, und da sieht man dann alles, was grün wird, ist dann quasi innerhalb dieses Bereichs. Schauen wir mal. Vielleicht da einfach mal hin und fertig. So, was haben wir hier? Den Forstplatz. Den müssen wir ja auch bauen. Da brauchen wir allerdings Bäume.
Hier gibt es Bäume, da gibt es Bäume, wo gibt es die meisten Bäume? Ist eigentlich egal, wenn das sowieso nachwächst, ne? Warte mal, wie kann ich ihn drehen? Wie kann ich ihn drehen? Mit R? Jawohl, mit R kann ich drehen. Ne, dann gehe ich lieber darüber. Dann gehen wir darüber. So. Was haben wir hier noch? Primitive Steinmetzerei, Angelplatz. Wir brauchen aber noch eine Strohhütte. Also im Grunde was zum drin leben. Das war hier, ne? Strohhütte, genau. Okay. Stell mir doch die einfach mal hier mit her. Ups. Ich muss mal schauen, ob ich die Mauseinstellungen ein bisschen ändern kann. Gucken wir uns doch mal die Optionen an, was es da so an Möglichkeiten gibt. Die Anzeige, da seht ihr auch mal, wie ich das Ganze angezeigt habe. Man kann die UI hier, die Anzeige, ein bisschen vergrößern, je nachdem, wie man möchte. Ich glaube, ich lasse die sogar ein bisschen größer, weil ich tue mich ein bisschen schwer, die kleine Schrift zu lesen. Mit Helligkeit, Sättigung bei der Kamera, Kamerasteuerung frei habe ich eingestellt. Das kann natürlich auch fokussiert sein. Ich mache es einmal auf fokussiert. Grafik ist bei mir alles ultra eingestellt. Der Sound, ja, seht ihr hier. Was ich gut finde, ist der Streamer-Modus, den man anmachen kann, dass man hier keine Probleme mit der Musik bekommt. Das hat man ja oft bei manchen Spielen. Aber Streamer-Modus leider halt nicht immer. Zum Glück gibt es es hier. Ja. Objekt rotieren mit R oder Punkt und Objekt wechseln mit Tab oder Komma. Okay, das Baummenü mit B. Da muss ich mal gucken, ob ich nicht über Tab das Ganze mache. Aber ich lasse es jetzt erstmal so, wie es ist. Sprache Deutsch, Integration. Also man kann auch eine Twitch-Integration machen. Dann bekommen die Einwohner, die hier rumlaufen, die Namen von den Zuschauern. Finde ich auch nice. Mag ich auf jeden Fall. Es gibt auch anscheinend irgendwie einen Editor. Du bist dabei, das... Nein. Abbrechen. Es gibt anscheinend auch einen Land-Editor. Ich weiß jetzt nicht, ob der in der Demo verfügbar ist, aber ist auf jeden Fall schon mal nice. Spiel speichern ist klar. Machen wir einfach mal ein Game, das ist egal. Die Speicherstände im Übrigen von der Demo, die werden nicht dann später in dem vollen Spiel integriert sein. Also es ist sowieso, wenn das Spiel jetzt ja noch am Anfang ist, dann fängt man eigentlich sowieso ein neues Spiel an, aber sollte jemand dabei sein, der sagt, er hätte gern den Spielstand aus der Demo mit übernommen, das wird nicht funktionieren. So, was haben wir denn noch? Die Strohhütte muss noch gebaut werden. Wo kommt ihr eigentlich her? Wo habt ihr das Zeug her? Ich habe die jetzt nämlich nicht beobachtet. Ach doch, ich muss mal gucken, ob ich das mit der Maus umstellen kann, sorry. Eingabe, Fraktion, Hotkeys, Kamerabewegung per Maus mit der rechten Maustaste, Kamera drehen. Da würde ich gerne, muss ich da zweimal drauf drücken? Ach, das kann ich nicht ändern. Ah, weil ich habe nämlich hier so eine seitliche Taste, die drücke ich immer lieber wie das Mausrad. Aber ist okay. Ist halt dann einfach so. Weiter. Das geht raus. Machen wir einfach auf Escape, das passt schon. So. Schlaf plus 25 Kapazität von 2 Leuten. Also wir haben jetzt hier frei. Da kommt jetzt ein Obdachloser an, oder was? Obdachlos? Ah, na gut, wir müssen halt ein paar Häuserchen bauen. Oh, das finde ich nice. Man hat hier die komplette Überblick von den einzelnen Leuten. Folge dem Ziel, kann man auch machen. Umbenennen, also ich könnte auch den Namen ändern. Das ist natürlich auch toll. So, Maus, nicht Maus bewegen, sondern WASD bewegen und dann hört man auf zu folgen. Das finde ich auf jeden Fall gut. So. Dir ist kalt. Schauen wir mal, was wir ändern können. So, wir brauchen eine primitive Steinmetzerei. Mit Q und R geht's auch. Das ist gut. Verbesserungen. Es gibt 4 Verbesserungen dafür.
Fälle Bäume, maximal 10. Also das kann man umändern. Äste sammeln maximal 10, also da geht es nicht höher. Pilze sammeln, bitte gerne. Blätter sammeln, okay. Personal, wir haben hier drin Silvia. Schaust du auch wirklich aus wie eine Silvia? Ja doch. Kann man schon als eine Silvia erkennen, ne? Was haben wir hier? 23 Gras, 2 Früchte, 5 Gemüse. Ah, okay. Wenn das gesammelt wird, dann bekommt man das. Na, ich muss ja erst einmal reinkommen, ne? Gelagerte Güter waren Eingang. So, du schleppst jetzt Äste. Okay, also Äste sind dann... rohes Holz. 3 Münzen für 10 Kilo. Also für 10.000 Gramm. Also 10 Kilo. Verschieben oder so kann ich es nicht. Man muss erst einmal reinkommen, ne? Das wisst ihr ja. Es ist jetzt halt auch wieder ein absoluter Kaltstart bei mir. Also ich habe keine Ahnung, kann ich da irgendwas machen? Was haben wir da? Entfernt das Ziel, folgt dem Ziel. Okay, schauen wir mal, was wir bauen können. Das da machst du zu. Primitive Steinmetzerei. Richtet einen Platz ein, an dem ein Steinmetz arbeiten kann. Sie sammelt rohe Steine in erreichbarer Entfernung und schneidet sie in brauchbare Stücke. Warte mal. Jetzt muss ich nur schauen, wo Stein ist, ne? Das da ist ja kein Stein, das sind ja Büsche. Oder sucht generell nach Stein. Sammelt rohe Steine, ist wahrscheinlich dann generell, ne? Okay, ich drehe das Ganze jetzt mal so hin. Können da mal bauen. Ein Angelplatz. Angelplatz, ich muss jetzt mal gucken, ob es hier beim Fluss irgendwie was Bestimmtes gibt. Hier sehe ich jetzt einen Fisch. Da sehe ich einen Fisch. Ich denke mal, dass das Fischgründe sind. Soll ich einen Angelplatz überhaupt schon bauen? Nein. Wir sollen eine Handdrehmühle sollen wir bauen. Eine Handdrehmühle. Also aktuell weiß ich ja noch nicht, wie es wird. Von daher, ich platziere jetzt einfach mal. Dann sollen wir einen einfachen Backofen machen. Stellen wir dann gleich hier daneben. Ich glaube, das ist ja auch gut, wenn hier so eine Straße durchgeht. Kann ich die Straße auch bauen? Hier so einen Weg. Ah, ich muss halten. Nee. Nicht halten. Sondern einzeln anklicken. Außer ich habe jetzt irgendwas falsch gemacht. Schauen wir mal, was braucht denn das überhaupt? Null. Also hat keine Baukosten. Das ist schon mal gut. So, lass dich mal anschauen. Du wohnst in der Strohhütte. Energiereserven können hilfreich sein. Ich würde sagen, dass wir erstmal noch Hütten bauen, ne? Strohhütten. Wir brauchen auf jeden Fall noch für unsere Leutchen einige Hütten. Und dann bauen wir da noch eine. Ja, dann wird es schon passen, denke ich. Was haben wir denn hier? Pflanzen und Felder. Obstbaum, Nadelbaum, Gras. Also das können wir dann irgendwann im Laufe der Zeit alles freischalten. Stauwehr. Benötigt eine Quelle für rohes Holz. Staut das Wasser im Fluss. Eine gestufte Stauwehr, um die Trockenheit des Wassers komplett zu stauen und bei Flut dennoch genügend Wasser durchzulassen. Mit Stauwehr-Dingsbums kenne ich mich halt leider nicht aus, ne? Ich weiß nicht, ob ich das hier vielleicht mal platzieren kann. Einfach mal, um es auszuprobieren. Wir brauchen noch eine Feuerstelle. Feuerstelle, einfacher Backofen.
Das ist eine. Oh, die hat die gleiche Optik, ne? Das ist big. Das stellen wir da hin und gehen dann da mit dem Weg dran vorbei. Ich weiß nicht, für was der Pfeil ist. Ne, ich kann den nicht ziehen oder sowas. Ich weiß auch nicht, für was der Pfeil gedacht ist. Lass uns mal so. Da können wir vielleicht noch rüber verbinden. Ich denke mal, dass das der Pfeil ist in die Richtung, in die ich gehe. Wir werden es sehen. So, Geschwindigkeit. Taste 0 bis 9. Okay, wenn ich jetzt 6 mache, dann... Ui! Dann flitzen die Jungs und Mädels. Das ist natürlich auch cool, dass man da bis zu 9... Schaut euch das an. Und zack, ist Nacht, ne? Kann ich das priorisieren hier? Feuerstelle. Offen, Arbeitsvorbereitung, Spieler. Dieses Fenster anheften. Es wird nicht automatisch geschlossen, wenn du ein Fenster desselben Typs öffnet. Nee. Ich hätte jetzt halt nur gedacht, ob ich das irgendwie beschleunigen kann, den Bau. Ich würde sagen, lassen wir mal schnell die Nacht vergehen. Das ist jetzt quasi 20-fache Geschwindigkeit, ne? Ich meine, noch ist es sehr warm. Er oder sie friert. Oh, das sieht man auch so. Pop-up-Hinweise. Gesundheit ist 66 von 80. 60% Arbeit und glücklich. Okay. Viele Lebewesen brauchen Ruhe, während sich die Erholungsphasen verzögern können. Treten mehr und mehr Nebenwirkungen auf, bis man von der Müdigkeit überwältigt wird. Okay, ohne Wasser kein Leben, zumindest soweit wir wissen. Energiereserven, okay, schauen wir mal. Bedürfnisse, es ist wichtig, sich von Zeit zu Zeit zu entspannen. Eine schöne Pfeife, könnte man auch eine Bon hermachen, ne? Ich möchte nicht dreckig sein. Also das sind quasi individuelle Bedürfnisse auch noch. Das ist schon cool, ne? 100% schaltet die nächste Bedürfnisstufe frei. Erfüllt Bedürfnisse füllen den Anteil langsam bis zu einem bestimmten Punkt auf. Unerfüllte oder vernachlässigte Bedürfnisse verringern den Anteil. Fällt er unter 100%, ist die Stufe verloren. Okay, ich will nicht verhungern. Ich esse alles, um zu überleben. Muss ich das dann auswählen? Nee. Es sind halt einfach die Bedürfnisse, ne? Laufen, Rennen, Stich, Schlag. Das ist ja so detailreich. Ja, schläft gerade. Es ist hier auch 23 Uhr jetzt gerade. Wir lassen jetzt einmal den Turbo rein. 300-fache Geschwindigkeit. So, dann können die nämlich jetzt halt auch hier mal bauen, ne? Warst du das zufälligerweise, Natascha? Ich weiß es nicht, aber das schaut gleich aus, ne? So, sind schon einmal am Pfeifen und am Singen. Das ist der Dominik. Da haben wir Etienne. Hallo Etienne. Okay, also danach muss ich mich dann auch richten, was die für Bedürfnisse haben, dass ich dann eben auch sehe, was ich bauen soll. Also ich will nicht verhungern. Dann schauen wir mal. Einfacher Backofen, der ist schon im Bau. Und Feuerholz ist ja im Grunde auch im Bau, oder? Verbesserungen. Ich finde es so toll, wenn ich das schieben kann, wie ich mag. Finde ich echt gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob das dann auch da bleibt. Es bleibt dann tatsächlich auch da, ne? Oh, wir haben Briefe, habe ich noch gar nicht gesehen. Du hattest einen Traum, du hattest einen seltsamen Traum heute Nacht. Du erinnerst dich, einen Waldgeist gesehen zu haben. Sie schien freundlich zu sein und sah ruhig in deine Richtung. Mit der Zeit versammelten sich mehr und mehr Tiere um das Wesen. Einige legten sich hin und schliefen ein, andere schauten neugierig in deine Richtung. Dann bist du durch den Lärm des Morgens aufgewacht. Okay,
Oh, eine Reisebeginn war eigentlich das erste, ne? Du bist beauftragt, neue Siedlungen in abgelegenen, unbekannten Ecken des Königreichs aufzubauen. Falls du auf einheimische Gruppierungen triffst, das haben wir schon gelesen, sorry. Hier, eine neue Siedlung. Müde von den tagelangen Reise, aber völlig Euphorie über das bevorstehende Projekt, erreicht ihre Gruppe einen geeigneten Ort für einen Neuanfang. Die mitgebrachten Waren werden gesichert und die Umgebung erkundet. Unser erstes großes Ziel ist, ein Gemeinschaftszentrum zu bauen, um unsere Position in der Region zu festigen. Da fehlt ein Zu. Dafür benötigen wir aber erst eine gut ausgebaute Material- und Lebensmittelversorgung. Jo, da müssen wir uns jetzt wirklich drum kümmern. Wir haben Pilze, wir haben gekochtes Fleisch, wir haben rohes Fleisch. Das ist toll. Also ich muss mich sowieso bremsen, weil ich bin bei solchen Aufbauspielen immer ein bisschen zu flott unterwegs. Ihr könnt im Übrigen auch die Farbgebung und so weiter einstellen. Also ihr könnt es so machen, dass die Farben vielleicht nicht so grell sind. Ihr könnt den Kontrast verstellen. Funktioniert alles über die Optionen. Finde ich auch sehr interessant. Aber jetzt würde ich sagen, warten wir mal, bis die soweit sind mit dem Ofen und mit dem Feuerholz, weil das ist nämlich noch nicht. Das fehlt mir jetzt halt noch. Warte mal, was kann man da was sehen? Nein. Hier? Ah ja, okay. Materialien haben wir 12 Äste, 16 Baumstämme, 4x Leder, 10x Wolle und 0x gehauener Stein. Ah, das könnte ich auch offen lassen, um das im Überblick zu behalten. Das finde ich schon auch gut. Ich weiß noch nicht, ob die, wenn da jetzt halt mehr Sachen sind, ob das dann wirklich ganz weit runter geht oder ob man das scrollen kann. Werden wir wahrscheinlich noch sehen. So, 10. Yes, da können wir unsere Population angucken, unsere Leutchen. Wir sehen die Bedürfnisse anscheinend. Ich brauche wenigstens ein paar Tücher, um den kalten und heißen Klimastand zu halten. Puh, 29 mein aktueller Fortschritt auf dieser Stufe. Ah, das ist der Fortschritt. Alles klar. Also die sind jetzt alle noch Stufe 1. Am weitesten ist der André. Was haben wir hier? 100% Mitarbeiter, Arbeitsbelastung, primitive Steinmetzerei. Zumindest ein leichter Schutz vor der Witterung und eine gewisse Isolierung des Bodens wäre schon schön, schön zum Schlafen. Ja, so, Stundenplan. Ach, die arbeiten dann auch immer die 12 Stunden, oder wie? Lager, was wir haben, das finde ich gut, dass wir das als Überblick haben. Und Zählung. Rothirsch, Feldhasen, Forellen, Waschbären. Haben wir Forelle? Ja. Waschbär, Schaf, Ratte, Grauwolf, zum Glück wenig, ne? Ein paar Männchen, aber werden anscheinend schon mehr. So, wenn wir 10 Leute haben und 2, 4, 6, 8, 10, 12, wir haben sogar für 12 Leute dann die Hütten. Und alle sind sie fröhlich und fleißig am Sammeln, ne? Gott, das Feuerholz muss doch jetzt dann mal fertig werden, oder? Gekochtes Fleisch. Hier steht maximal 15 und ich habe schon 20 drin. Naja, gut. Personal. Offen. Einstellen. Ach, da kann ich dann jemand anderen mit rein tun. Zum Beispiel Natascha. Die Hotel, ja. Ich weiß nicht, weil das ist nämlich noch nicht voll. Also das ist noch nicht erkannt irgendwie mit Feuerholz. Ach so, Feuerstelle, Feuerholz war noch. Alles klar, sorry. Forstplatz, primitiv Steinmetz, Angelplatz, Sammelhütte. Schneidertisch, Sägeplatz.
Ja, die Feuerstelle, Hammer. Das ist nur die Frage, großer Holzturm, großes Holztor, Steinmauer. Wir haben verschiedene Fackeln. Packstücke, platziert Packstücke als Dekoration an der Seite einer Fläche. Sicherlich wird sie jemand an ihren Bestimmungsort bringen, oder? Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich nur Deko sein, oder? Vermute ich jetzt. Weizenfeld, da brauchen wir aber wahrscheinlich erst einmal den Bauernhof oder sowas. So, fälle Bäume, Äste. Ach, dann muss ich wahrscheinlich den Angelplatz zum einen. Den können wir machen. Den packen wir jetzt einfach mal dahin. Und ich denke, dass ich doch das Sägeplatz brauche. Baut einen kleinen Platz, um Holz zu verarbeiten. Rohes Holz wird durch Hacken und Sägen zu Bretter und Feuerholz verarbeitet. Okay. Das platzieren wir hier direkt daneben. Oder? Platzieren wir es hier? Oh ja, wir könnten es da platzieren. Dann haben wir nämlich gleich direkt hier den Zugang zur Street. Aber mir ist jetzt noch nicht aufgefallen, ob ich irgendwas priorisieren kann. Großes Holzmehl, was ist da? Da haben wir ein Fragezeichen. Mach das mal zu. Finde heraus, wie man Feuerholz her. Ganz unten den Satz habe ich wieder nicht gelesen, ne? Aber gut, ich habe es herausgefunden, also insofern passt es ja. Das ist wahrscheinlich alles Weizen, wilder Weizen. Kann ich das sammeln lassen? Also ich bekomme hier nur angezeigt, dass es wilder Weizen ist, ne? Feldweg, okay, können wir auch da anbauen. Abreißen. Fraktionsdaten, ah, die kriege ich dann hier auch auf die schnelle Karte. Okay. Wir haben quasi hier unser Dörfle, wir haben hier den nächsten Nachbarn. Ist zu weit weg im Moment, um es zu erkunden. Und dann haben wir hier noch Dörfer. Ah, das X ist weit weg. Ich kann das auch nicht ziehen. Ach, das liegt wieder an dem UI, ne? Weil ich das vergrößert habe. Vielleicht mache ich es dann doch mal eine kleine Stufe kleiner. UI-Skalierung vielleicht doch auf 1,2 nur. Ah, okay. Jetzt habe ich es voll drauf. Szenario. Weltkarte. Gut, wir haben auf jeden Fall eine Map. Ich denke mal, dass hier das Fragezeichen kommt, weil es dann immer wieder voll ist. Hier ist kalt, ne? Aber Häuser haben wir doch schon fertig. Da haben wir zwei drin. Zwei. Zwei. Aber diese noch nicht. Doch, da ist auch fertig. Zwei, eine. Das da ist noch nicht fertig. Brot backen. Maximal 70. Ja, aber Brot, da braucht man ja erst einmal auch Weizen und sowas, ne? Weizenmehl. So, lass mal wieder ein bisschen rennen. Ich gehe jetzt mal auf die 7. Mal gucken, ob irgendwas passiert. Ich denke mal, dass es irgendwas mit dem Material zu tun hat oder so. Es regnet. Was? Schaf klaut von Materialkiste. Ehrlich jetzt? Das Schaf hat auch Bedürfnisse. Okay. Schaf. Und selbst die Schafe kann ich umbenennen. Genau, du kannst dir hier fressen, Gras fressen. Nee. Ist noch nicht fertig, aber jedenfalls liegen die meisten anscheinend wirklich im Bett. Oh, Glückwunsch, Schilz erreicht Stufe 2. Warte mal, was haben wir da?
Lebensmittelkiste, Wasser, Gemüse, Personal. Personal ist der Spieler. Gelagerte Güter. Okay. Da war anscheinend jetzt gerade ein Waschbär, aber ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Da fehlt mir so ein kleines bisschen ab und zu mein Tutorial dazu, wenn so eine Einblendung kommt, dass dann eben auch ein Pop-up aufgeht, was man dann da machen muss. Kann ich dich eigentlich auch... Ne, ich kann die Dorfbewohner kann ich selber nicht schicken. Also die laufen einfach nur. So, wir lassen nochmal laufen, dass wir hier noch was zusammenbringen. Ah ja, jetzt halt hier. Brettersägen, maximal 10 Feuerholzbündeln. Feuerholzbündeln. Das ist wahrscheinlich mit Ästen. Okay. Dann lassen wir doch da mal Feuerholz machen. Das wird das da raus haben. Jawohl. Unser Gemeindezentrum, rudimentärer Schneidertisch und das Gemeindezentrum soll ich jetzt bauen. So, der Schneidertisch, das ist der hier. Den stellen wir, warte mal, dahin. Stellen wir daher und... Oh, was haben wir da? Eine Jagdhütte. Einfacher Stall, Ziehbrunnen. Benötigt eine Quelle für gehauener Stein, baut einen Ziehbrunnen. Der handbetriebene Brunnen liefert dir frisches Wasser aus dem Boden. Dieser einfache Brunnen reicht nicht sehr tief. So, Gemeindezentrum, da bin ich jetzt mal gespannt, wie groß das wird. Das sind dann die kleinen Hütten. Gemeindezentrum. Ist ja ein Palast. Okay, den stellen wir da hin, dann haben wir nämlich noch das wilde Weizen da hinten und machen dann den Feldweg da hinten durch. So. Was haben wir denn noch? Abortgrube. Die Leute können ihren ganzen Dreck und die Tiere hier entsorgen. Und das der Tiere hier entsorgen. Puh, das stinkt. Besser, wir bauen die Grube etwas abseits der Häuser. Begehrt für die Landwirtschaft. Ah, und man hat hier auch einen negativen Einfluss. Anscheinend. Oh, gute Frage, ne? Wohin? Direkt beim Fluss? So, ich weiß jetzt auch nicht, ob die Sachen ins Lager kommen, wenn ich da jetzt was drüber baue, oder ob es halt einfach weg ist, ne? Und dann haben wir noch die Schankstube und die kleine Hütte. Wir bauen eine kleine Hütte, ein guter Ort zum Schlafen und zur Aufbewahrung persönlicher Dinge mit Platz für 4 Personen. Dann ist jetzt aber nur die Frage, kann ich die hier aufwerten? Bonusschlaf plus 5 führt zu einem erholsamen Schlaf. Verbesserung verfügbar. Oder extra Komfort. Oder ein Haustierplatz. Teile dein Zuhause mit einem Haustier. Die da würde ich machen. Erholsamer Schlaf und dann wird hier besser gewerkelt. Können wir dann später bei den anderen anders vielleicht machen. Ja, ich denke, dass das wirklich am besten ist. Nochmal die Unterkunft, dann machen wir es da auch. So, können wir hier irgendwas machen? Getreide ernten. Da bräuchte ich aber allerdings dann ja gut. Jetzt machen wir mal das Gemeindezentrum. Machen wir schnell. So, zack, zack, zack. Gespeichert in 76 Millisekunden. Okay, also das Essen läuft. Der Bau läuft. Wunderbar. Ich weiß nicht. Achso, weil wir noch keine Leute haben, ne? Ich denke, wenn wir das Gemeinschaftszentrum haben, dann werden auch hier immer wieder neue Leute kommen. Wie weit sind wir denn? Arbeitsvorbereitung 444, okay.
Dann machen wir uns wieder schnell. So, jetzt müsste das eigentlich gleich fertig sein. Boah, das, also die Geschwindigkeit auf 300x zu stellen, das ist schon cool. Jetzt schauen wir mal ganz kurz die Leute an, weil ich lasse das so durchlaufen, aber es sieht alles gut aus, ne? Hier haben wir schon welche mit Stufe 2. Die Petra. Strohhütte, Bedürfnisse, Arbeitsstelle ist an der Feuerstelle, okay. Grobe Lumpen. Na gut, das wollen wir schon alles noch kriegen, ne? So, machen wir nochmal schnell. Ich will das Gemeindezentrum fertig kriegen. Das hoffentlich bald passieren wird. Stätten aufbauen oder die Baupriorität ändern. Ja eben, aber wie ändere ich die Baupriorität? Normalerweise habe ich doch hier irgendwo immer so ein Zeichen Priorität hoch oder so. Ach so, da geht es. Das ist jetzt quasi eine hohe Priorität. Okay. Jetzt, ja, manchmal braucht man halt ein bisschen, ne? So, lass die noch mal rennen. Ich weiß halt auch nicht, was fehlt, ne? Ausstehende Güter sind 75 Steine, gelieferte Güter ist das da. Das heißt, 75 gehauener Stein brauchen wir. Das ist Steine behauen. Okay. Ach so, ich habe da keine Steine, oder? Kann das sein? Oh, kann ich das wegrutschen? Was haben wir denn hier? Okay, da müsste ich das Ziel abreißen, aber anscheinend habe ich da keinen Stein. Ah, da oben haben wir. Das sind die Steinvorkommen. Hier irgendeins, was näher ist? Nein. Nee. Dann eben hier hin. Wir machen das dahin und reißen das dann im Grunde ab. So. Passt. Dann ist das nämlich da auch sinnvoller und dann kriege ich nämlich auch Stein. Das war das Problem. Manchmal weiß man es halt nicht, ne? So, da geht ein Weg hier runter und die suchen anscheinend auch selber Wege, oder? Kann das sein? Möglich wäre es, oder? Dass das so eine Art Trampelpfade werden. So. Ah, so. Okay, ich muss jetzt nochmal ausprobieren, weil ich mir dachte, das kann ja nicht sein. Okay, das ist klar. Wenn ich jetzt einen Weg bauen will, dann klicke ich im Grunde einmal, ziehe rüber und klicke nochmal und dann wird es gebaut. Das ist natürlich schon gut. So, wir könnten zum Beispiel jetzt auch mal von hier einfach mal da vorbauen. Ist wirklich ein schönes Eckchen, ne? Hier. Wir können noch nicht allzu weit. Na doch, wir können sogar alles angucken. Was haben wir da? Felsen. Felsen. Da haben wir einen Fluss. Ah, okay, das ist einfach nur eine abgesperrte Karte, ne? Und ich sehe jetzt auch kein weiteres Dorf. Wahrscheinlich auf einem anderen Kartenabschnitt.
Früchte, rohes Gemüse, hohle Gemüse. Früchte holen und hohle Gemüse, jetzt. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle mal Schluss. Bis zum nächsten Mal sollten wir dann eigentlich auch das Ganze hier fertig haben. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich jetzt schon auf euer Feedback, was ihr jetzt dazu sagt, wie euch das Spiel gefällt. Schreibt es mir gerne rein. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergesst nicht unten unter dem Video nachzuschauen für die Verlinkung von Kickstarter. Da könnt ihr es euch mal anschauen. Auch ab dem 30.05.23 wird es bei Kickstarter dann verfügbar sein. Und wie gesagt, die Demo dann eben auch am 30. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.